Früchte des Glaubens. Alles Lob gebührte Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, diejenigen aber, die glauben und tun, was recht ist, die leitet ihr Herr durch ihren Glauben recht. Zu ihren Füßen werden dereinst Bäche fließen, in der Gärten der Wonne. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah und Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Der Islam versteht die Beziehung zwischen Mensch und Gott als eine direkte persönliche Beziehung, das heißt ohne Vermittler. Die Propheten sind lediglich Verkünder der göttlichen Botschaft. Jeder Mensch ist somit dazu verpflichtet, seine eigene Wahl zu treffen und die unmittelbare Verantwortung dafür vor Gott zu tragen. Weil Gott den Menschen geschaffen und ihm seine Gnade, seine Versorgung und seinen Schutz gewährt hat, muss der Mensch ihn alleine anbeten und verehren. Der Mensch muss die absolute Hingabe gegenüber seinem Herrn verwirklichen. Auf diese Art und Weise steht der Mensch dem Schöpfer. Rein und erhaben ist er ganz nah. Der Erhabene sagt, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Euer Herr sagt, ruf mich an. Ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Bitten und Bittgebete werden hier ausdrücklich als Äquivalent der Dienerschaft und der Anbetungshandlungen erklärt. Dem treuen Diener gegenüber ist Allah vollkommen gnädig und barmherzig. Glaube, also Iman, besteht nicht nur aus Worten, sondern auch aus Taten. Er ist einerseits das Vertrauen auf Allah, den Glauben an ihn, an seine Propheten und an die Botschaft, die diese Propheten vermitteln. Andererseits ist der Iman auch der Inhalt dieser göttlichen Botschaft. Der Iman im praktischen Sinne umfasst die religiösen Handlungen sowie auch alle Tätigkeiten, die das religiöse Leben des Muslims bestimmen. Dieses umfassende Verständnis vom Glauben kann durch folgende Aussagen des Propheten Muhammad, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, erklärt werden. Anas berichtete, dass der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, gesagt hat, wer die folgenden drei Eigenschaften verinnerlicht hat, der hat die Süße des Glaubens gefunden. Wem Allah und sein Gesandter lieber sind als alles andere, wer eine Person nur um Allahs Willen liebt und wer es verabscheut, zum Unglauben zurückzukehren, wie er es verabscheut, in die Hölle geworfen zu werden. In einem anderen Hadith heißt es, derjenige kostet den Geschmack des Glaubens, der allein mit Allah als Herrn, dem Islam als Religion und mit Muhammad als Propheten zufrieden ist. Er sagte auch, der Glaube ist es, denjenigen zu lieben, der Allah liebt, denjenigen zu hassen, der Allah hasst, die eigene Zunge unermüdlich die Namen Allahs wiederholen zu lassen und den Menschen das zu wünschen, was man sich selbst wünscht und zu verabscheuen, dass ihnen widerfährt, was man selbst verabscheut. Das Prinzip der Loyalität und Ablehnung ist ein wichtiger Teil des Iman, wenn es Allah zuliebe empfunden wird. Die Bedeutung des Iman kann man daran ermessen, dass er sowohl zu den Bestandteilen der Anbetungshandlungen als auch zu den Grundsätzen der islamischen Ideologie gehört. Ibn Umar berichtet wiederum, dass der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, gesagt hat,
Der Islam basiert auf fünferlei: dem Glaubensbekenntnis, dass es nichts Verehrungswürdiges außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte Allah ist, dem genauen Verrichten des Gebets, der Abgabe der Zakat, der Hajj sowie dem Fasten im Monat Ramadan. Das Glaubensbekenntnis ist, wie wir hier gesehen haben, die erste Pflicht im Islam. Nur durch die Shahada kann man in den Islam eintreten. Ohne sie gibt es keinen Zugang zum Islam. Die Stufen des islamischen Glaubens werden in einem Teil eines Hadith, der von Omar berichtet wurde, folgendermaßen ausgeführt. Eines Tages befand sich der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, gerade in Gesellschaft einiger Leute, als ein Mann herbeikam und fragte, was ist der Islam? Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, erwiderte, Islam ist, allein Allah zu dienen und ihm nichts beizugesellen, das Gebet genau zu verrichten, die vorgeschriebene Zakat zu entrichten und das Fasten im Monat Ramadan einzuhalten. Dann fragte der Mann, und was ist der Glaube, also Iman? Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, antwortete, der Glaube bedeutet, an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten und an den jüngsten Tag zu glauben. Daraufhin fragt der Mann, und was ist die vorbildliche Verehrung, also Ihsan? Diese Frage beantwortete der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, mit den Worten, Ihsan bedeutet, dass du Allah so dienst, als würdest du ihn sehen, denn auch wenn du ihn nicht siehst, so wisse, dass er dich sieht. Der Mann fragte, wann ist die Stunde des Gerichts? Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, antwortete, darüber weiß der Befragte nicht mehr als der Fragende selbst. Schließlich fragte der Mann, was sind ihre Vorzeichen? Und der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, antwortete, sie naht, wenn die Sklavin ihre Herrin gebärt und wenn die Barfüßigen vier Härten einander in der Höhe ihrer Gebäude zu überbieten suchen. Es gibt fünf Dinge, über die einzig Allah Bescheid weiß. Daraufhin rezitierte der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Allein bei Allah ist das Wissen um die Stunde. Anschließend ging der Mann weg und der Prophet fragte seine Gefährten, wisst ihr, wer der Mann war? Allah und sein Prophet wissen es am besten. Sagten sie, so entgegnete ihnen der Gesandte Allahs, das war Gabriel, der gekommen ist, um euch in eurer Religion zu unterweisen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herr der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, es ist kein Zufall, dass viele Aussagen des heiligen Koran, des ehrwürdigen Koran und des Propheten den Glauben mit den verschiedenen Arten des Gottesdienstes verbinden. So finden wir die Verrichtung des Gebets im Koran als Teil des Glaubens im folgenden Zusammenhang bezeichnet. Allah der Erhabene sagt, die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sag, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf
auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig, barmherzig. Diese Verse beziehen sich auf jene Gebete, die Muslime in frühislamischer Zeit in Richtung Jerusalem verrichtet hatten, bevor die Gebetsrichtung nach Mekka geändert wurde. Die Verrichtung des Gebets wird hier also als Iman bezeichnet. Auch das Fasten muss dem Iman verbunden sein. Der prophetische Hadith lautet zudem: Wer im Monat Ramadan aus Glauben und der Hoffnung auf Allah, auf Allahs Lohn fastet, dem werden seine vergangenen Verfehlungen verziehen. Auch die Entrichtung der Zakat, also Pflichtabgabe, ist wie das Gebet und das Fasten ein Teil des Glaubens. Denn Allah sagt in seinem heiligen Buch: Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Im Koran werden die Glaubensgrundsätze in vielen Versen dargestellt, zum Beispiel im folgenden Vers aus der Sura Al-Baqarah. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, dem Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet. Und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind, und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und das sind die Gottesfürchtigen. Der Glaube umfasst so viele Dinge im Leben des Muslims, die den Gesamtrahmen seiner Denk- und Handlungsweise bestimmen. Was hier erwähnt wurde, ist das Wesentliche dessen, was Iman im islamischen Sinne heißt. Denn es gibt viele andere Elemente, die auch zum Iman gehören. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet gesagt hat: Der Glaube besteht aus mehr als 70 Stufen. Die höchste ist das Bekenntnis, dass es nichts Verehrungswürdiges außer Allah gibt und dass Muhammad sein Knecht und Gesandter ist. Die Schamhaftigkeit ist ebenfalls eine Stufe des Glaubens. Zu den islamischen Glaubensgrundsätzen gehört auch, dass der Muslim die Überzeugung ist, dass dieses unendliche Universum weder von sich aus besteht, noch von sich aus ohne göttliche Kontrolle oder Leitung funktioniert. Im islamischen Glauben gibt es keinen Platz für den blinden Zufall, für die irregeführten und widersprüchlichen Wunschvorstellungen mancher Menschen. Stattdessen lehrt der Islam, dass das Universum beständigen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, wie es der heilige Koran im Folgenden erklärt. Der Erhabene sagt: Erwarten Sie denn für sich etwas anderes als die Gesetzmäßigkeit, nach der an den früheren verfahren wurde, du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden. Dieser Glaube veranlasst somit die Muslime dazu, alles zu verwehren, was Allahs Gesetzmäßigkeit widerspricht oder dem Tauhid entgegenwirkt. Zum Beispiel aber Glaube, Mythen, Wahrsagerei, genau genommen offenkundiges Lügen, nicht Wahrsagen, Magie, Zauberformeln und Amulette, Omen und so weiter.
Dieser Glaube verwehrt auch alles, was die Menschen voneinander trennt und was einige Menschengruppe gegenüber anderen diskriminiert. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten.